Evolution des Menschen hat viele Sachen mit sich gebracht, welche total unverständlich sind, wogegen man andere ohne großes Fachwissen erklären kann. Doch um ein solches Thema soll es heute nicht gehen, da ich ein Thema ausgesucht habe, mit welchem man sich in einer bestimmten Weise auseinandersetzen muss. Und das Thema lautet: Warum träumen wir? Vorerst scheint es eine einfache Frage zu sein, auf welche man antworten könnte. Der Mensch braucht Ruhe und deswegen sollte dieser eine bestimmte Zeit lang am Tag schlafen. Es ist insofern nicht falsch. Dennoch gehört viel mehr dazu. Unser Körper kann sich auch ausruhen, ohne dass dieser träumt. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht träumt. Selbst wenn man dies behauptet, ist dies laut Schlafforschern nicht möglich. Es ist so, dass man sich einfach nicht mehr an das Geträumte erinnern kann. Dies hat nichts damit zu tun, dass man vergesslich ist. Es ist normal, dass man manchmal vergisst, was man geträumt hat und denkt, dass man nichts träumte. Ein Traum entsteht oftmals dann, wenn man dies am wenigsten erwartet. Denn das, was man träumt, entwickelt sich bereits im Alltag einer Person. Insofern sind Träume einfache Konstrukte des Gehirns. Wenn man müde wird, ist es manchmal so, dass man anfängt, irgendeinen Stuss zu denken. Dies ist jedoch ein einfacher Schutzmechanismus des Gehirns. Vielleicht seid ihr ja schon mal in einem eurer Träume geflogen oder habt irgendwas geträumt, wovon ihr eigentlich wisst, dass dies ein totaler Stuss ist. Nun kommen wir zum eigentlichen Grund, weswegen wir träumen. Das Träumen ist, wie gesagt, ein Schutzmechanismus des Gehirns. Viele Träume zeigen uns einfach nur das, was wir denken, und andere Träume dagegen zeigen uns, wenn es uns gut oder schlecht geht. Deswegen ist Traumdeutung tatsächlich möglich. Beim Beispiel vom Fliegen handelt es sich dabei zum Beispiel darum, dass man frei ist, man sich frei fühlt oder man auf dem besten Weg der Freiheit ist. Hattet ihr schon Träume, bei welchen ihr gedacht habt, was soll denn das jetzt, was ist das für ein oder ähnliches? Dann schreibt mir dies gerne in die Kommentare. Außerdem würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal!